Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studieninteressierte für ein Studium an der Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften an der Technischen Universität in Dresden. Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Professor für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte und darf Sie heute ganz kurz einführen in die Struktur und vor allen Dingen in die Studiengänge unserer Fakultät. Ich möchte sehr, sehr gern beginnen mit einem Überblick über mögliche Informationskanäle. Und doch bevor Sie das Ganze mitschreiben und sich mitnotieren, seien Sie bitte gleich darauf hingewiesen, dass Sie alle diese Informationen in der Beschreibung zu diesem Video, unter dem Video direkt, und zwar in einer PDF finden, die ich hinterlegt habe für Sie. Ganz kurz zu mir selbst, ich bin im Moment Studiendekan und Prüfungsausschussvorsitzender Fakultät, das muss aber nicht auf ewig so sein, denn wir wählen das Dekanat, also die Leitung der Fakultät, alle 3 Jahre. Nichtsdestotrotz können Sie mich im Moment jederzeit kontaktieren, wenn Sie Fragen zum Studium oder zur Struktur, zum Aufbau der Universität und speziell der Fakultät SLK haben. Meine Kontaktdaten sind angegeben. Und des Weiteren auf der linken und der wichtigeren Seite die Kontaktdaten für unsere Fakultät. Zunächst die Website, dann der Twitter-Handle für den Bereich GSW, zu dem unsere Fakultät gehört. Und ein News-Channel in Element Matrix, mit dem man schon den Zugriff auf aktuelle Informationen unserer Fakultät erhalten kann. Vielleicht ganz kurz zur TU Dresden. Gegründet wurde sie als Technische Bildungsanstalt 1828 und sie feiert 2028 ihr 200-jähriges Jubiläum. Sie wurde 1991 als Volluniversität bestätigt und neu gegründet und ist heute eine von den Exzellenzuniversitäten in Deutschland. Genau seit 2012 ist sie das. Sie untergliedert sich in 5 Bereiche, zu denen ich gleich etwas sagen werde. Insgesamt 17 Fakultäten in Dresden studieren über 30.000 Studierende und insgesamt arbeiten ungefähr 8.000 hauptamtlich Beschäftigte für unsere Universität. Sie sehen also, das ist ein relativ großes Unternehmen, eine relativ große Communitas im Herzen von Dresden. Zu den Bereichen. Die Fakultät SLK gehört zum Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften. Daneben gibt es noch die Bereiche Mathematik und Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Bau und Umwelt sowie Medizin. Und 5 Profillinien hier ist der Bereich GSW der Profillinie Kultur und gesellschaftlicher Wandel zugewiesen. Sie sehen schon, das sind die zentralen thematischen Ausrichtungen, in denen wir in Dresden forschen und lehren. Zur Verteilung der Studierenden in Dresden sehen Sie, dass der Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften einer der 3 großen Bereiche ist, neben Bau und Umwelt und den Ingenieurwissenschaften. Die Naturwissenschaften und die Medizin sind naturgegeben etwas kleiner, aber das Ganze ändert sich natürlich dann, wenn man auf die Struktur noch einmal blickt im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften, der Verteilung der Studierenden auf die jeweiligen Fakultäten. Hier ist ausdifferenziert, das ist das Ganze mal in einer relativen Darstellung, wie groß der Anteil der Lehramtsstudiengänge tatsächlich ist. Das heißt, in Dresden werden über die Hälfte der Studierenden im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften in den Lehramtsstudiengängen ausgebildet. Daneben ist die Philosophische Fakultät mit den Fachstudiengängen, also Bachelor und Master, die größte Fakultät. Die anderen beiden, nämlich die Erziehungswissenschaften und die Fakultät Sprach- und Literaturwissenschaften, sind die kleinen Schwestern im Bereich GSW. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine Fachkombination für Deutsch und Geschichte im Lehramt sehr beliebt. Das heißt, auch unter diesen beiden großen fachlich ausbildenden Fakultäten der SLK und Philosophischen Fakultät gibt es viele Berührungspunkte, genauso gut wie zum Beispiel in der Berufspädagogik, die zum Beispiel soziologische Angebote mit einbezieht. Insofern stehen wir sehr, sehr eng zusammen unter dem Dach der Geistes- und Sozialwissenschaften in Dresden. Wo liegen wir, wenn Sie uns mal besuchen wollen? Wir sind nicht direkt am Hauptcampus, der wäre hier zu sehen.
Sie können das Ganze im Campus Navigator der TU Dresden auch nachverfolgen. Unser Fakultätsgebäude befindet sich hier in der Nähe des Großen Gartens. Die Erziehungswissenschaftliche Fakultät sitzt hier und die Philosophische Fakultät verteilt sich im Wesentlichen hier auf das Gebäude am Zellischen Weg und die Lehr- und Lernräume auch noch in der August-Bebel-Straße. Und wir sitzen nicht alle am Kerncampus jenseits der Bergstraße, sondern etwas verstreuter um die Bibliothek SLUB herum am Zellischen Weg. Was erwartet Sie im Studium der Fakultät, an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften? Vielleicht so viel, wir haben 5 Institute zur Struktur, nämlich Anglistik, Amerikanistik, Germanistik, die klassische Philologie, die Romanistik und die Slawistik. Das Dekanat wechselt, wie gesagt, alle 3 Jahre. Derzeit sind das Christian Brunitsch, Stefan Hollacher im Prodekanat und im Studiendekanat darf ich die Studiengänge begleiten. Unsere Schwesterfakultät, unsere große Schwester, die Philosophische Fakultät, hat ein sehr breites Angebotsspektrum in den Instituten für evangelische und katholische Theologie. Daneben Geschichte, das internationale Recht, geistige Eigentum und Technikrecht, die Kommunikationswissenschaft, die Philosophie, die Politikwissenschaft und die Soziologie. Und die Studiengänge unserer Fakultäten sind eng aufeinander abgestimmt und miteinander verzahnt, sodass häufig ein Erst- und Zweitfach entweder in der SLK oder in der Philosophischen Fakultät gewählt wird und umgekehrt, sodass Sie von diesem breiten Fächerangebot profitieren können für die Wahl Ihres Studiums. Im Mittelpunkt der Studiengänge oder des Studiums selbst für Sie, auch des Selbststudiums und der eigenen Entwicklung steht, dass wir Sie versuchen, eine philologische Basis grundzulegen in Ihrem Studium, haben dabei aber ein kulturwissenschaftliches Profil, eine kulturwissenschaftliche Ausrichtung und setzen auf internationale Vernetzung, um dann zum Beispiel auch in den Masterstudiengängen, das werden Sie gleich sehen, so etwas wie Forschungsaufenthalte oder Praktika im Ausland zu ermöglichen. Und der Bereichsstudiengang Digital Humanities, der zum Wintersemester 2022 zum ersten Mal studiert werden kann, setzt ebenfalls auf ein internationales Profil. Zentral ist, wenn Sie ein Studium aufnehmen, das betrifft nicht nur das Studium an der Fakultät SLK, sondern auch alle anderen Studiengänge, in die Sie sich matrikulieren können, ist, dass Sie nicht nur Wissen anhäufen, sondern auch sogenanntes Wissensorganisationswissen, also zu Spezialisten werden für die Wissensbestände in dem Studiengang und in dem Fachbereich, den Sie wählen. Und so über verschiedene lange Jahre, also für 3 Jahre in der Regel fürs Bachelorstudium und dann anschließend 2 Jahre im Masterstudium und möglicherweise darüber hinausgehend mit einer Promotion, zu Spezialisten werden in Ihrem Fach, die sich einer eigenen Sprache angewöhnen, die eigene Zitationsstile pflegen, die sich mit eigenen Gegenständen beschäftigen, für diese Gegenstände eigenständige Fragen vorbereiten und je wissen, wie man in einem bestimmten Fachbereich, in einer Kommunikationskultur sich unterschiedlichen Gegenständen unterschiedlich nähert. Es wird nicht so sein, dass Sie tatsächlich nur Wissen aufsaugen, sondern tatsächlich Wissensorganisationswissen mitbringen. Daneben spielen die Prinzipien der Digitalität in einer Wissenschaftskultur der Digitalität eine wichtigere Rolle. Nicht nur jetzt, wenn Sie sich erinnern, pandemisch bedingt, wenn man über Ferndistanzunterricht und Präsenzlehre nachdenkt, sondern auch für die je spezifischen Aufgaben in Ihren Fachbereichen, in denen es um Vernetzung und Verzahnung, um die Art und Weise der Weitergabe von Forschungsdaten geht, also Stichwort Open Science, denken wir, Open Data oder Open Educational Resources, wenn wir über Ausbildungszusammenhänge sprechen, wenn Sie zum Beispiel an die Schule gehen und ein Lehramtsstudium anstreben, dass man sich fragen kann, was kann in gemeinsamer Arbeit, in gemeinsamen Zielen realisiert werden, in projektartigem Unterricht, was sind individuelle Ziele, die mit diesen gemeinsamen Zielen in
Einklang zu bringen sind. Wie sichtbar wollen wir sein? Wollen wir unsere Arbeiten zum Beispiel in sozialen Netzwerken teilen? So wie hier dieses Video, wollen wir, was ist dafür notwendig? Welche technischen Umgebungen brauche ich dafür? Welche Voraussetzungen muss ich selber mitbringen? Zu was bin ich selbst bereit? All das sind Aufgaben und Fragen, die Sie sich stellen können im Verlauf Ihres Studiums. Internationalität, schon ganz kurz angesprochen, hier eine knappe Übersicht über Partnerschaften, die mit ausländischen Universitäten bestehen, die je für sich genommen interessante Programme anbieten, aber natürlich je nachdem, welches Fach Sie studieren, unterschiedlich relevant sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man Anglistik und Amerikanistik studieren möchte, die Verbindung zur Lomonosow-Universität in Moskau jetzt nicht zwingend die erste Rolle spielt. Dagegen, wenn Sie Slawistik studieren, viel entscheidender sein kann. Nutzen Sie zeitig die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, welche Partnerschaften die Universität Dresden und speziell die Fakultät SLK hat, und planen Sie entsprechend für Ihr Studium schon bestimmte Auslandsaufenthalte mit ein, oder denken Sie zumindest erstmal vor oder fragen Sie einfach, worauf Sie Lust hätten. Zu den Studiengängen an unserer Fakultät, also zum Kernstück des heutigen Videos, vielleicht möchte ich Ihnen, bevor ich die Studiengänge vorstelle, die Studienfachberaterinnen vorstellen. Fakultätsweit sind unsere beiden Master Europäische Sprachen und Literaturen, Kultur im gesellschaftlichen Wandel. Ansprechpartnerin sind hier Katharina Fritsch und Jakob Dillner. Und dann sehen Sie für die unterschiedlichen Fächer Anglistik, Amerikanistik, Germanistik, Klassische Philologie, Romanistik und Slawistik unterschiedliche Studienfachberaterinnen, die Ihnen bei der Organisation Ihres Studiums und vor allen Dingen auch bei vielen Fragen, wie Sie spezifische Studieninhalte und Auslegungen der Studien- und Prüfungsordnung interpretieren sollen, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das sollte prinzipiell Ihr erster Weg sein, wenn Sie Fragen haben zum Studium und zu spezifischen Inhalten der Studiengänge, die ich Ihnen jetzt erläutern möchte. Der Bachelorstudiengang Sprache, Literatur und Kulturwissenschaften ist ein Zweifach-Bachelor, der sich im Wesentlichen nur dadurch, unterscheiden, dass das erste Hauptfach 80 Leistungspunkte hat und das zweite Hauptfach 70 Leistungspunkte. Daneben gibt es noch den Bereich der sogenannten allgemeinen Qualifikation. Hier sind 20 Leistungspunkte hinterlegt und die Bachelorarbeit schlägt dann noch einmal mit 10 Leistungspunkten zu Buche. Die allgemeine Qualifikation wird von Studierenden sehr gern nachgefragt und sehr gut genutzt. Hierunter fallen zum Beispiel der Erwerb von Fremdsprachen, andere Basiskompetenzen, zum Beispiel Medienausbildung, Praktika und Auslandsaufenthalte. Und zu den Kernbereichen zählen in unserem Fakultät, was unsere Fakultät anbieten kann, die Sprachwissenschaft, die Literaturwissenschaft, die Kulturwissenschaft, der Auslandsaufenthalt, wie gesagt, das Praktikum und die Sprachausbildung, je nachdem, für welches Fach Sie sich entscheiden. Und dazu kommt natürlich noch die Möglichkeit, auch ein zweites Fach aus der philosophischen Fakultät zu wählen und daneben zum Beispiel bestimmte Bereiche miteinander zu kombinieren. Äußerst beliebt ist zum Beispiel die Kombination aus Romanistik und Kunstgeschichte. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, für eine mögliche Fachkombination im Bereich des Bachelors. Daneben, wenn Sie den Bachelor abgeschlossen haben, nach 3 Jahren ist es in der Regel der Fall, können Sie sich an der Fakultät SLK entscheiden zwischen einer eher sprachwissenschaftlichen Orientierung und eher literatur- und kulturwissenschaftlichen Orientierung. Ich setze hier mal mit den Sprachwissenschaften ein, die ihre Heimat haben im Masterstudiengang Europäische Sprachen, abgekürzt EUROS. Das ist ein dezidiert sprachwissenschaftlicher Studiengang inklusive DAF-DATS-Erweiterung. Er setzt auf einen Auslandsaufenthalt und Praktikum im dritten Fachsemester im sogenannten Mobilitätsfenster, das wir extra ausgeplant haben, um solche Forschungsaufenthalte und Praktika zu ermöglichen. Sie können wählen zwischen den Tracks Sprachtheorie, das wäre eher ein stärker auf Forschung fokussierter Track im Studiengang, also ein klassisch-linguistisches fachwissenschaftliches Studium. Und zum Zweiten einen Track, der eher auf die Sprachenvielfalt setzt, der es Ihnen also ermöglicht, als Linguistin in zahlreiche unterschiedliche Sprachen sich einzuüben.
Und zum Beispiel, wenn Sie eher in typologische Fragestellungen verfolgen oder planen, ins Ausland zu gehen oder später einen Beruf zu ergreifen im Bereich des Tourismus, hier sich unterschiedliche Fremdsprachen zu lernen, zu vertiefen, ebenfalls forschungsorientiert, keine Frage, nur der Fokus ist und der Schwerpunkt ist etwas anders gelagert. Daneben können Sie fächerspezifische Schwerpunkte setzen, die auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen werden. Das bedeutet für Sie als Studierende, dass Sie nicht zur Immatrikulation entscheiden müssen, welche fachliche Ausrichtung Sie wählen, sondern durch die Wahl der Veranstaltungen im Wahlpflichtbereich können Sie eine Präferenz für ein bestimmtes Fach anlegen, das dann am Schluss auf Ihrem Zeugnis ausgewiesen wird. Das ermöglicht Ihnen, entweder breit zu studieren, das heißt alle Philologien, oder von vornherein sich im Klaren darüber zu sein, dass Sie einen Master in Sprachwissenschaft im Track Sprachtheorie im Bereich Germanistik absolvieren wollen. Diese Möglichkeit haben Sie von vornherein und unsere Studienfachberaterin bereiten Sie genau auf so eine Wahl vor. Es ist eine erhebliche Flexibilisierung für Sie und ermöglicht es Ihnen, das Studium nach Ihren Interessen zu bauen, selbst wenn Sie, selbst nach der Immatrikulation, so dass Sie maximal flexibel studieren können. Gleiches gilt für den Masterstudiengang Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel, abgekürzt LIGWA. Hier gibt es diese Track-Struktur nicht. Aber Sie sehen, vom Aufbau her funktioniert, ist er strukturanalog gebaut zum Masterstudiengang Europäische Sprachen, auch mit einem sogenannten Mobilitätsfenster, das der Forschungspraxis gewidmet sein soll. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, fächerspezifische Schwerpunkte zu setzen, die Ihnen nach Abschluss des Studiums auf dem Studienzeugnis ausgewiesen werden. Und dadurch, dass diese beiden Masterstudiengänge strukturanalog gebaut sind, sind auch Veranstaltungen möglich, in denen beide Studiengänge miteinander kooperieren. Sie sehen, wir haben damit ein Sprach-, Literatur- und kulturwissenschaftliches Profil, das sowohl die Spezialisierung erlaubt, als auch das generalistische Studium, wie es sich für eine Universität gehören sollte. Wozu das Ganze? Wir möchten Sie ermächtigen, und zwar nicht nur, dass Sie Ihre philologische Basis ausbauen oder die reichen Internationalisierungsbeziehungen ausnutzen oder sich in Zukunft mit digital gestützter Hochschullehre besser auskennen, sondern wir möchten, dass Sie konkrete Kompetenzen erwerben, die sich dann in weiteren Studien und in Ihrem weiteren Berufsleben für Sie als nützlich erweisen. Zum einen ist es natürlich ein Sprach-, Literatur- und kulturwissenschaftliches Überblickswissen, das Sie erwerben in Ihren Studiengängen. Allerdings haben wir auch schon die Spezifik, dass wir regionalspezifisches Detailwissen implementieren. Als Beispiel mag da die Lehre im Hinblick auf die Kultur und Sprache des Sorbischen sein. Daneben können Sie fremdsprachliche, intra- und interkulturelle Kompetenzen erwerben, Medienkompetenzen und Analysekompetenzen, Teamfähigkeit, die Möglichkeit, eigenständig komplexe Zusammenhänge zu erkennen und zu erarbeiten und vor allen Dingen Kommunikations- und Präsentationskompetenzen, die Ihnen in jedem beruflichen Umfeld helfen können. Berufliche Alternativen und mögliche Berufsfelder sind dementsprechend auch, das werden viele von Ihnen sofort beim Studieneinstieg schon mitbringen, entsprechende Wünsche, Journalismus, Verlagswesen, Personalwesen, hier ist die Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit besonders gefragt, Unternehmenskommunikation, Politikberatung, Kultur- und Eventmanagement, Kreativwirtschaft, Wissenschaftsmanagement, Public Relations, die Erwachsenenbildung, zum Beispiel an unserer Partneruniversität der Dresden International University, um nur mal ein Beispiel zu nennen, allgemeinen Bildungssektor oder im Bibliothekswesen. Und unterschätzen Sie das Bibliothekswesen nicht. Wir haben in Dresden das große Glück, eine sehr starke Forschungsbibliothek zu haben, die SLUB. Und deren Portfolio und Anwendungsbereich und Arbeitsbereich verändert sich in den letzten Jahren sehr massiv und wird zu einem äußerst interessanten Arbeitgeber an der Schnittstelle zwischen Wissensmonopolist, das wollte ich jetzt eigentlich nicht zuerst sagen, aber tatsächlich ist sie das,
Universität, Öffentlichkeit und an der Bespielung aller Felder, die mit Open Educational Practices zu tun haben. Das wichtigste Qualifikationsziel allerdings ist, dass Sie sich, und ich hoffe, dass das in der Vorstellung der Studiengänge deutlich geworden sein sollte, individuell profilieren können. Sie haben 5 Jahre Zeit im Bachelor 3, im Master 2, um Ihre individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen zu entdecken, zu schulen und zu schleifen, um das nach dem Studienabschluss den Beruf ergreifen zu wollen, den Sie sich vorstellen. Und wir möchten Ihnen an der Fakultät SLK die bestmöglichen Umstände und Umfelder und Kontexte für diesen eigenen Lernpfad anbieten. Ich hoffe, dass ich damit einige Ihrer Fragen zumindest erstmal zur Struktur und zu den Studiengängen klären konnten, beantworten konnte, die Sie möglicherweise mitbringen. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Wenn Sie weitere Fragen haben, darf ich Sie bitten, entweder mit mir direkt Kontakt aufzunehmen oder mit der Studienfachberaterin Ihrer Wahl an der Fakultät SLK. Bin für heute ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. Hoffe, dass wir uns bei der ein oder anderen Gelegenheit treffen und sehen und persönlich ins Gespräch kommen können und wünsche Ihnen für Ihr Studium, die Aufnahme Ihres Studiums, viel Freude und vor allen Dingen viel Erfolg. Bis dahin. Tschüss.